Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen wieder zur Europameisterschaft schauen. Heute bin ich besser informiert, denn jetzt weiß ich, morgen ist tatsächlich Ruhetag, also heute letzte Partie vom Ruhetag, Runde Nummer 6. Und wir wollen tatsächlich wieder die Partie von Alexander Donchenko anschauen, einfach weil das heute von den deutschen, also zumindest von den deutschen Topspielern, die spannendste war. Und Alex spielt auch heute gegen Mahmad Muradli aus Aserbaidschan und eröffnete mit E4. Muradli spielt also zu 100% Neidorf, da konnte sich Alex sicher gut vorbereiten und entschied sich hier nach D6 Läufer B5 Schach zu spielen. Muradli spielte Läufer D7 und Alex schlug und rochiert. Springer F6, jetzt hängt der E4, den muss Weiß erstmal verteidigen mit Turm E1. Springer C6 und C3. Das ist so der typische Plan hier. Weiß versucht nun das Zentrum zu besetzen mit D4. Und Schwarz möchte dem nicht so gern mit E5 entgegenwirken, weil jetzt nach D4 kommt es Weiß etwas entgegen, dass der schwarze König noch auf E8 steht. Deshalb spielt Schwarz hier normalerweise E6, D4, nimmt, nimmt und D5. Wenn Weiß jetzt nimmt und versucht, die Stellung zu öffnen, dann kann Schwarz natürlich mit dem Springer nehmen. Und dann ist dieser Isolani auf D4 sehr gut blockiert und Schwarz hat genug Zeit, um Läufer E7 und Rochade zu spielen. Deshalb spielt Alex hier E5, das ist auch alles bekannt. Und nach Springer E4 hat er einen Zug gespielt, der zumindest mich persönlich überrascht hat. Aber in der Datenbank habe ich gesehen, den gibt es durchaus. Alex hat hier A3 gespielt. Vielleicht kurz, warum hat mich das überrascht? Also der normale Zug, der meistgespielte Zug hier ist Springer D2. Und die Idee ist es im Prinzip einfach, diesen starken Springer von E4 abzutauschen. Und nach Springer schlägt D2, Läufer schlägt D2, spielt Schwarz meistens Läufer E7. Aber wie ich gesehen habe, gibt es hier auch die Idee, mit Läufer B4 zu spielen und diesen Läufer sofort abzutauschen. Ich vermute, dass deshalb eben A3 kommt. Es folgt nun Läufer E7 und Springer D2. Und jetzt, nach Springer schlägt, Läufer schlägt, haben wir eben diese Stellung, aber es gibt keinen Läufer B4. Schwarz rochiert und Turm C1. Und ja, hier hat Schwarz einen aus meiner Sicht etwas überraschenden Zug gespielt. Also normalerweise, es gibt hier eine offene Linie auf dem Brett und um die sollte Schwarz natürlich kämpfen, zum Beispiel mit Turm C8. Turm C3. Die Idee ist tatsächlich gar nicht so sehr jetzt um die C-Linie zu kämpfen für Weiß, sondern Weiß möchte am Königsflügel spielen. Und der Turm soll über die dritte Reihe dorthin gebracht werden. Läufer D8 wäre eine interessante Idee, um sowas wie Läufer A5 zu spielen oder eventuell auch Läufer B6, um den D4 anzugreifen. Und hier kann man erstmal Turm D3 spielen. Das geht dieser Läufer A5-Geschichte aus dem Weg, beziehungsweise zumindest zieht es den Turm aus dem Angriff. Aber ich denke, dass Schwarz hier trotzdem Läufer A5 spielen kann. Wenn man nimmt, dann kann der Springer schlagen. Schwarz steht bereits auf der C-Linie und je weniger Figuren auf dem Brett sind, desto schwieriger ist es natürlich auch, den schwarzen König anzugreifen. Stattdessen kam jetzt aber B6. Der ist insofern schwer zu verstehen, weil nicht ganz klar ist, was er vorhat. Also okay, er verteidigt das Feld C5, aber da konnte jetzt sowieso keine weiße Figur hin. Und auch Springer A5 ist wahrscheinlich nicht der Zug, den Schwarz als nächstes machen will, dachte ich zumindest. Alex spielt Turm C3. Der Standardzug, der Turm bereitet sich vor, um an den Königsflügel zu kommen. Nicht nach F3, eher nach G3. Und jetzt kam Springer A5. Aber hier können wir vielleicht sehen, also das Feld A5, das ist jetzt natürlich nicht mehr angegriffen vom Läufer, aber ja, Schwarz hat im Prinzip so einen Abwartezug gemacht, um eben jetzt Springer A5 spielen zu können. Ich würde auch hier noch Turm C8 bevorzugen, aber zugegebenermaßen passt das nicht besonders gut mit B6 zusammen. Und nach Turm D3, Turm C7, um dann Turm C8 zu spielen, könnte Weiß mit H4 weiterspielen. Und dann eben langsam versuchen, am Königsflügel anzugreifen, zum Beispiel mit Springer H2, Dame H5, Turm G3, sowas in die Richtung. Nach Springer A5 findet Alex einen sehr, sehr starken Zug. Und wenn ihr wollt, dann überlegt gern mal selbst, was ihr hier spielen würdet. Wir haben bereits gesehen, sowas wie Turm D3 ist irgendwie Standard, aber dann möchte Schwarz Springer C4 spielen. Das ist natürlich die Idee. Stattdessen spielt Alex hier Springer G5. Der Springer geht einfach in Richtung des schwarzen Königs.
Falls Schwarz hier nimmt, dann kann einfach der Läufer schlagen. Und das Problem ist, dass, okay, auf dem Papier ist der Läufer schlecht, aber Weiß möchte einfach Turm G3, Dame H5 spielen. Und ja, Läufer F6, Läufer H6. Schwarz kann da ziemlich wenig gegen machen, denn auch auf H6 nimmt Weiß einfach. Und dann Dame H5. Und Schwarz hat zwar eine Figur mehr, aber der Springer auf A5, der Turm auf A8, alle Figuren stehen super weit weg und hier wird Weiß einfach matt setzen. Deshalb spielt Schwarz hier sofort H6 und jetzt geht der Springer natürlich nach H3 zurück, um den weißen Turm immer noch nach G3 zu lassen. Und hier spielt der Schwarz jetzt F5. Der Computer findet den nicht so toll, der möchte lieber sowas wie König H7 spielen. Aber ja, es ist ein bisschen zäher, aber es ist kein toller Zug, denn nach Turm G3, Springer C4 und Läufer C1 hat Weiß hier ähnliche Ideen. Huch. Die Dame kann nach H5 oder nach G4, der Springer kann auch über F4 nach H5. Der weiße Angriff ist hier in vollem Zuge. Stattdessen versucht er eben mit F5 die siebte Reihe zu öffnen, aber nach Turm G3 hängt erstmal der H6. Hier spielte Schwarz jetzt Turm FC8. Das zeigt schon, dass hier auf jeden Fall was schiefgelaufen ist. Vielleicht wäre Läufer H4 hier die logischere Idee gewesen, aber Weiß hat Turm G6. Jetzt hängt immer noch der H4 und ist nicht ganz der H6 und zum Beispiel nach König H7 kommt einfach Dame H5. Und jetzt hängt sowohl der Läufer auf H4 als auch der H6 Bauer und das sieht auch ganz, ganz schlecht aus. Deshalb Turm FC8 schon ganz klare Verzweiflung, denn hier gewinnt Weiß den H6 Bauern und hat eben starken Angriff. Okay, Schwarz spielt Läufer F8 und versucht so die Sachen zusammenzuhalten, aber Dame H5. Die nächste Angreiferin kommt. Okay, Springer C6, Schwarz möchte den D4 nehmen, aber jetzt Springer G5. Alex zieht natürlich nicht zurück, möchte diesen Bauern nicht decken, er möchte matt setzen. Vielleicht, was passiert hier nach Springer schlägt D4? Hier hat man mehrere Optionen. Vielleicht ist Dame G6 am einfachsten, das droht Dame H7 matt. Und nach G schlägt H6. Achso, G schlägt H6 geht gar nicht. Genau, also Dame H7 ist matt und. Das ist ein Problem. Wenn G schlägt H6 kommt, dann kann man schon damit rechnen, dass es hier diverse Abzüge gibt. Man kann auch tatsächlich jeden davon spielen. Springer H7 finde ich am hübschesten. Die Idee ist, dass wenn der König nimmt, wird man hier sofort matt gesetzt. Und ja, wenn der König nicht nimmt, sondern König H8 kommt, dann hat man Springer F6. Es droht Turm G8 matt und nach Läufer G7 folgt Dame G6. Jetzt droht Dame H7. Und Schwarz wird wahrscheinlich auf F6 schlagen müssen, aber auch das führt dann schnell zu matt. Deshalb spielt Schwarz Dame E8. Schwarz bietet den Damentausch an. Okay. Alex zieht natürlich die Dame weg, er möchte die nicht tauschen. Und Turm C7. Vielleicht, ja, nochmal kurz. Hier bringt D schlägt H6 auch nicht allzu viel. Zum Beispiel kann man auf E6 schlagen und dann die Dame nach F6 stellen. Auch das sieht sehr schlecht aus. Denn ja, wie soll Schwarz hier überhaupt weiterspielen? Springer G5 ist eine Idee und dann Turm H3. Deshalb hat Schwarz Turm C7 gespielt. Das verteidigt erstmal diesen Bauern auf G7. Und hier krönender Abschluss der Partie, Springer H7. Ja, warum ist der so stark? Weiß droht Springer F6 und nach König schlägt H7 hat man Läufer schlägt G7 und Dame H8. König F7, Läufer F6, es droht jetzt Dame H7 und Schwarz kann tatsächlich überhaupt nichts gegen diese Matt-Idee machen. Auch Dame H5 droht natürlich. Ja, sehr erfolgreiche Partie für Alex und wahrscheinlich recht einfache Partie vorm Ruhetag. Sowas wünscht man sich natürlich, wenn man 4 aus 5 hat, beziehungsweise damit hat er jetzt 5 aus 6 und schließt sich der Führungsgruppe an, der auch weiterhin Frederik Swane angehört. Also der hat auch 5 aus 6. Es gibt niemanden mehr, der mehr Punkte hat als das. Die anderen Deutschen haben 4 Punkte. Also Matthias hat 4 Punkte. Und Dimitri hat 4 Punkte. Rasmus hat, glaube ich, 4,5 Punkte. Also alle ganz gut dabei. Aber in den nächsten 5 Runden müssen natürlich noch die ein oder anderen Punkte kommen. Soweit ich weiß, also qualifizieren sich bei den Männern die ersten 20 für den Weltcup. Da braucht man meistens so 7,5 Punkte für oder 7 mit sehr, sehr guter Feinwertung. Aber ja,
Alle müssen noch ordentlich Punkte sammeln. Morgen dürfen sie sich erstmal ausruhen. Und dann schauen wir mal, wie es da weiterläuft. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Schöne Angriffspartie. Natürlich hat Schwarz nicht optimal gespielt, aber das muss man auch erstmal verwerten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.